Kind wollte das immer unbedingt mal machen und eigentlich auch heute noch. Mit einem Ballon abheben und so richtig herrlich über die Erde schweben. Irgendwie ist es sich nie ausgegangen. Unsere Reporterin, der Danny Jones, wird dieses Spektakel aber heute zuteil. Die ist nämlich im Kaiserwinkel beim Alpine Ballooning 2014. Da steigen täglich so an die 50 wunderschöne Ballone gen Himmel. Noch hat die Danny aber, glaube ich, sicheren Boden unter den Füßen oder bist du schon am Weg Richtung Himmel, Danny? Naja, noch stehe ich ganz fest im Schnee, aber es geht heute sicher hoch hinaus für mich. Und wie Sie gerade gesehen haben, der erste Ballon steht schon, schaut richtig schön aus, wie er so glüht hier in der Dunkelheit. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie so ein Ballon überhaupt aufgeblasen wird. Das ist nämlich eine Wissenschaft für sich. Und das wird uns die Irmgard erklären. Und die Irmgard, die ist wirklich die einzige Frau unter den Ballonfahrern im gesamten Alpenraum. Und die begrüßen wir jetzt einmal. Guten Morgen, Irmgard. Morgen. Servus. Was machst denn du da gerade genau? Ja, wir bereiten den Ballon vor zum Aufrüsten. Wir tun jetzt ein bisschen das mit dem Ballon mit kalter Luft füllen. Und dann, wenn er schön ausgebreitet ist, komme ich mit der heißen Luft und fülle mal den Ballon mit heißer Luft, damit er startklar wird. Also was da jetzt im Hintergrund scheppert, Sie sehen es vielleicht, ich höre es ganz laut, das ist einfach nur ein Ventilator, der was macht? Ein ganz normaler Ventilator, der jetzt einmal die Ballonhülle kalt füllt. Ja, da wird einmal kalte Luft hineingeblasen, damit der schön aufgeblasen wird. Schauen wir mal rein, dürfen wir da reingehen? Passt. Kommen Sie nur mit mir. Jetzt schauen wir mal in das Innere hinein von einem Ballon. Darf ich da eigentlich mit den Schuhen draufstellen oder passiert da nichts? Wenn man ganz vorsichtig raufgeht, dann passiert der Ballonhülle nichts. Ja, da werden wir jetzt ganz vorsichtig sein, weil immerhin wollen wir mit diesem Ballon ja heute noch fliegen. Und wie viel Luft passt da überhaupt rein in diesen Ballon? Ja, wir haben da einen Ballon, wo 4000 Kubikmeter Luft Platz haben. Und die haben wir jetzt, wir werden so circa mal jetzt gute 3000 da jetzt einmal gefüllt haben, kalt gefüllt und dann heizen wir von draußen ein, damit herinnen schön warm wird. Und das heißt, es ist nichts anderes herinnen, außer kalte Luft? Genau, im Moment ist nur kalte Luft herinnen und die ist halt ordentlich kalt. Es ist richtig zapfig, also wir zwar frieren schon ordentlich, minus 10 Grad hat er uns gerade vorhin der Anderl gesagt. Und was hat es mit diesen ganzen Seilen da hinter uns jetzt auf sich? Ja, die Seile, da muss man halt aufpassen, dass die Seile schön ordentlich auseinandergelegt sind, dass die Rollen frei sind und dass die Zentrierleinen da ganz mittig vom Ballon, von der Ballonhülle eben herunterkommen. Das ist der Parachute, der wird beim Aufrüsten hinten zugeklebt mit Klettverschlüsse und damit die Ballonhülle dann gefüllt werden kann. Also eine Wissenschaft für sich. Wie kommt man eigentlich als Frau dazu, so einen Beruf zu wählen? Weil eigentlich ist es ja eine totale Männerdomäne, es ist ja sehr wissenschaftlich. Wie kommt es dazu, dass du das machst? Ja, das ist einfach Leidenschaft, pure Leidenschaft. Ich habe den Drang, in die Luft zu gehen, den habe ich schon als Kind gehabt. Und dann ist mir die Möglichkeit geboten worden, einmal in einen Heißluftballon mit einem mitzufahren. Und dann war das eigentlich der Virus, war ich mit dem Virus infiziert. Ja, sehr schön. Und du hast gerade gesagt, heiße Luft. Ich merke gerade, da wird es gerade richtig heiß. Ist es nicht gefährlich? Da wird eingeheizt und wir sind da mittendrin im Ballon. Schauen wir mal raus. Nein, das ist nicht gefährlich, weil das wird ganz sachte eingeheizt und wir können da gefahrlos wieder herauskommen. Ja, also da glüht schon ordentlich. Ja, und heute am Abend wird es auch ordentlich glühen hier in Kaiserwinkel. Da haben wir jetzt aber Bilder für Sie vorbereitet. Da findet nämlich ja das große Ballonglühen alljährlich statt. Und die Bilder schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wann geht's denn heute eigentlich los mit diesem schönen Ballonglühen, Irmgard? Mit dem Ballonglühen geht es um 19.30 Uhr los, aber vorher haben wir noch eine große Fahrt vormittag geplant, weil heute zum ersten Mal strahlend blauer Himmel im Kaiserwinkel und das werden wir heute noch genießen. Und wie lange geht es heute am Abend eigentlich, das Ballonglühen? Das Ballonglühen, selber der Glühvorgang dauert in dem Sinn circa eine halbe Stunde mit der Musik dazu und so anschließend an das Glühen ist dann noch ein schönes Feuerwerk, das hier veranstaltet wird und das ist eigentlich das Abendhighlight von der ganzen Woche. Ja, es zahlt sich auf jeden Fall aus, heute am Abend vorbeizuschauen und ganz wichtig, warm anziehen, es ist nämlich richtig zapfig. Ja, und für mich geht es heute hoffentlich noch weit hinaus, oder? Fliegen wir halt noch eine Runde? Wir fahren eine Runde, ja genau, und wir starten dann um circa 10 Uhr mit den Ballonen.
Na, ich schaue, dass ich noch früher eine Fahrt da herausschlagen kann. Wir melden uns auf jeden Fall, ich mich nochmal live, ja, in einer guten Dreiviertelstunde um kurz nach 7:30. Bis später. Bis später. Und das Gute ist, dass das nicht nur heiße Luft ist, was die Dani da redet. Die Dani soll vor allem schauen, dass sie nicht den ganzen Morgen in den Seilen hängt, ja, weil genau. Das ist ja nicht so gut. Nein, die werden heute richtig abheben, gell? Die werden abheben, glaube ich. Bei unserer Reporterin, der Dani Jones, geht es heute um ziemlich viel heiße Luft eigentlich. Ja, das kann man sagen. Die sind in Kössen in Tirol beim Ballonfahrerfestival. Und heute Abend, da werden die Ballone allerdings gar nicht mal so sehr als Fluggerät eingesetzt, sondern als Lampion. Dann, Dani, habe ich recht? Ja, genau so ist es. Heute am Abend findet hier ja in Kössen das schöne Nachtglühen statt. Aber bei uns ist es jetzt da auch schön. Da stehen die nämlich schon. Insgesamt 3 Ballone sind schon fertig aufgeblasen. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was eigentlich so in einem Inneren des Korbes sich befindet. Grüß euch, guten Morgen. Morgen. Na, nicht schlecht. Die Chefin steht schon drin, die Irmgard. Die Burschen schauen zu. Das gefällt mir. Irmgard, ja. Darf ich eine zu dir? Bitte gerne. Hast du aber schäfe Männer geholt, die da ein bisschen assistieren? Selbstverständlich. So, jetzt schauen wir, dass ich da sicher reinkomme. Das ist schon mal die erste sportliche Betätigung in der Früh, rein in den Korb. Liebe Irmgard, Christi, servus. Zum zweiten Mal. Und Gott sei Dank bist du noch wach und bist in der Zwischenzeit nicht schlafen gegangen. Nein, heute ist die Stellung. Ist es normal eigentlich, dass man so früh aufsteht fürs Ballonfahren? So wie heute ist es nicht ganz normal, dass wir so früh auf dem Weg sind, aber so um 7:30 musst du schon fit sein. Ja, fein, dass du fit bist. Und jetzt sag einmal, was du da alles in deinem Korb drinnen hast, in dem Ballonkorb. Ja, wir haben einmal da 4 schöne Propangasflaschen. Da hat eine ein Volumen, ein Füllgewicht von 35 Kilo Propangas. Haben wir 4 Flaschen herinnen. Warum müssen das eigentlich genau 4 sein? Warum es genau 4 sein müssen, dass man einfach genug Brennstoff hat für eine Fahrt. Wir verbrauchen so circa eine ganze halbe Flasche für das Aufrissprozedere und dann haben wir gut 2 Flaschen für die Fahrt über und die 4. Flasche soll eigentlich als Rest da bleiben, dass man zum Landen genug Brennstoff noch zur Verfügung hat. Und insgesamt mit diesen ganzen 4 Flaschen kommst du für eine Fahrt, wie lange ungefähr solltest du in der Luft sein, musst du schauen, solltest du ans Landen denken, also wie lange darfst du unterwegs sein mit den 4 Flaschen? Ja, wir haben so circa 2 Stunden im Winter, 2 Stunden Fahrzeit mit dem Propan-Vorrat. Und jetzt Hand aufs Herz. Ist es da schon mal passiert, dass es, weil es ist ja immer so die Sache, wo es einen hintreibt, wo einen der Wind hintreibt, schon mal irgendwie passiert, dass das Gas ausgegangen ist? Es sollte nicht passieren, darum haben wir immer so eine Faustregel, dass eine Flasche übrig bleiben sollte. Aber es passiert jedem Piloten einmal, dass es einmal knapp wird, wenn die Landemöglichkeiten nicht so gegeben sind. Speziell bei uns in die Berge, wenn du oft über den Wald hängen bleibst oder so irgendwas, dann kann es schon ein bisschen eng werden. Aber da muss man einfach cool bleiben? Da ist Coolness gefragt, genau. Und da soll es ja nicht cool bleiben, da soll es ja warm werden. Jetzt müssen wir mal ein bisschen einheizen, weil wir wollen ja heute noch fliegen, oder? Genau. Darf ich einmal? Ja, selbstverständlich. Wo muss ich da jetzt da drauf drücken? Das rote Ventil. Und wie lange? Du darfst schon gescheit einheizen. Gescheit einheizen. Ja, da sieht man es. Also wir haben da schon gewisse Ähnlichkeit. Ich als Reporterin, ich rede gern heiße Luft, gell? Und du als Ballonfahrerin, du produzierst heiße Luft. Genau, so ist es. Und was ist eigentlich das Feine am Ballonfliegen? Warum bist du... Ha, jetzt habe ich das Fliegen gesagt. Jetzt schimpft sie mir gleich. Warum darf man nicht Ballonfliegen sagen? Weil wir Ballonfahrer sind. Wir befahren das Luftmeer. Und da gibt es also eine alte geschichtliche Überlieferung, warum wir das Luftmeer befahren. Der Ballon war das erste Luftfahrtgerät, was erfunden wurde. Und die Brüder Montgolfier waren da die Erfinder davon. Und das früher hat es geheißen, wir befahren das Luftmeer. Weil da hat es früher nur Schiffe gegeben und die Kutschen, die Straßen befahren sind. Und so ist der Ballon das erste Luftfahrtgerät, der die Lüfte befahren ist. Alles klar, also fliegen darf ich nicht mehr sagen, es heißt fahren. Und jetzt schauen wir uns noch ein paar schöne Bilder an, was eigentlich ja es ausmacht, die Lüfte zu befahren, die wir für Sie vorbereitet haben. Ah, ich höre jetzt ja gerade von der Regie, das haben Sie schon längst alles gesehen. Jetzt noch eine letzte Frage, wie hoch kann man eigentlich fahren mit so einem Ballon? Ja, wir in den Bergen haben wir so Reisehöhe teilweise bei 3000 Meter. Und wenn man Alpenüberquerungen, die von Tiroler Unterland bis zu nach Venedig gehen, da haben wir dann gute 5,5 bis 6 Kilometer Reisehöhe. Ja, schauen wir mal, ob ich heute so hoch hinaufkomme.
mit der Irmgard. Und auf jeden Fall melden wir uns in einer guten Stunde wieder. Und es gibt einiges noch zu besprechen mit der Irmgard. Sie ist nämlich die einzige Frau im gesamten Alpenraum, die Ballonfahrerin ist. Also, Sie sehen uns wieder in einer guten Stunde. Bis später. Aber Danny, aufpassen, nichts Falsches sagen, gell? Die Wortwahl, auf die Wortwahl kommt es an. Das kann heikel werden, sowas. Ganz genau. Und wir schauen jetzt, wie das Wetter im Servusraum wird, ob man vielleicht woanders auch noch ganz gut mit dem Ballon in die Luft gehen kann, um zu fahren. Nicht? Auch bei uns geht es jetzt weiter mit viel heißer Luft, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Wir schauen zu unserer Reporterin, der Danny Jones, die ist nämlich in Tirol, Kaiserwinkel, und die macht heute was, das habe ich mir als Kind immer schon gewünscht. Ballonfahren, ja, habe ich persönlich auch noch nie gemacht, aber es soll ja wirklich ganz toll sein. Und unser Meteorologe, der Andreas Ortner, ist auch dabei. Mit beide geht's zusammen in die Luft jetzt. Die wirkt ein bisschen abgehoben. Ja, genau, ich habe das richtig erkannt. Der Anderl und ich, wir heben heute ein bisschen auf. Und das bei einem richtig geilen Panorama. Also da hinten, Anderl, oder? Das so lasst sich's leben, oder? Das könnte nicht besser sein. Momentan die Luft in der Höhe extrem trocken. Das heißt, fantastische Fernsicht. Oberhalb von den Bergen sehen wir da sicher mehr als 100 Kilometer. Ja, und hinter uns, da sehen wir jetzt nämlich gerade den wilden und den zahmen Kaiser. Schön bei dir in Tirol, Anderl. Ja, Tirol, schönstes Land. In Tirol ist, ja, da glänzen seine Augen besonders. Ja, und die Irmgard, die sorgt dafür, dass wir da in der Luft bleiben. Und wie machst du das, liebe Irmgard? Ja, gibt da mal ordentlich Gas mit unserem Propangas, was wir da drin haben, und es erhitzt die Hülle, und je mehr das wir einheizen, desto besser steigt der Ballon. Darf ich auch mal einheizen? Bitte, gerne. Auf was muss ich da achten? Einfach mal gescheit raufdrucken? Und einfach gescheit raufdrucken, genau. Ma, wie schön. Jetzt rede ich nicht nur heiße Luft, sondern mittlerweile erzeuge ich sie auch. Sehr wunderbar. Fein. Du, wie kommt es eigentlich, dass du als einzige Frau im Alpenraum Ballon fahren tust? Na, Alpenraum ist übertrieben. Also in Österreich bin ich die Einzige. Aber immerhin in ganz Österreich. Genau. Die Faszination hat mich eigentlich schon als Kleiner gepackt und die kommt dann nicht mehr los. Einfach ein Virus, der nicht heilbar ist. Wie lange machst du das schon, das mit dem Ballon fahren? Ich habe jetzt gut 1300 Stunden in der Luft und das mache ich so seit 14 Jahren. Bin ich Pilotin mit Leidenschaft. Und so Pi mal Daumen, wie oft bist du insgesamt schon abgehoben? Ja, über 1000 Starts. Wahnsinn, 1000 Starts. Ja. Und wie lange ist man da eigentlich immer so unterwegs? Also was ist so im Schnitt so die Zeit, wo du gerade jetzt im Winter ist, kann man ja länger unterwegs sein? Ja, so durchschnittlich sind wir so bei Passagierfahrten so circa 1,5 Stunden in der Luft. Und wenn wir so Alpenüberquerung fahren, dann sind wir schon gute 4 bis ca. 4 Stunden in der Luft, dass bis Venedig runtergeht. Was mich jetzt da trotzdem noch interessiert beim Frauenthema, warum ist das eigentlich so, dass es kaum Frauen gibt unter den Ballonfahrern? Ja, ich denke, es gibt schon einige Frauen, die leidenschaftlich Ballon fahren, aber einfach der Aufwand und die ganze Kraft, auch was man dazu braucht und auch das Mentale, dass man das macht, ist sehr selten, dass das wer durchzieht. Ja, und ich glaube, es hat ja ein bisschen was mit unserer Blase zu tun. Uns Frauen sagt man ja nach, gell, dass wir eine schwache Blase haben und man ist ja dann doch lang unterwegs. Aber heute nur zum Abend, was ist denn heute da los? Da geht es ja voll zur Sache, oder? Ja, heute am Abend haben wir noch den Nightglow, der startet um 19.30 Uhr. Und da stellen wir ca. 15 Ballone, werden da aufgestellt, und dann nach der Musikchoreografie werden die dann den ganzen Kaiserwinkel erleuchten. Naja, und jetzt haben wir ja unseren Anderl dabei, unseren Wetterfrosch. Und der wird uns jetzt auch noch sagen, wie schaut es denn ja, das Wetter könnte fast nicht besser sein. Es gibt da am Abend wieder ein bisschen ein Minusgrade, aber für den Winter typisch. Höchstens ein paar hohe Wolken, also perfekt zum Nightglühen. Und das heißt also, dass für heute am Abend für das Event eigentlich perfektes Wetter herrscht. Aber warm anziehen sollte man sich, oder? Das auf alle Fälle. Aber das haben wir ja heute in der Früh auch schon gehabt. Ja, Sie haben es gehört, also wenn Sie heute vorbeischauen hier in Kössen beim schönen Nachtglühen, ja, beim Ballonglühen, dann ordentlich warm anziehen. Und das war es jetzt dafür im Moment von uns. Ich melde mich nochmal um kurz nach 9 bei Ihnen und dann schaue ich, dass wir noch ein bisschen höher hinauskommen. Oder? Geben wir noch ein bisschen Gas. Danny, uns würde dann auch das Wertebefinden vom Anderl interessieren. Geht's dem gut? Der fürchtet sich. Ja, klammert sich so ein bisschen an den Ballon, aber ich kann ihn gut nachvollziehen. Also mit Höhe habe ich es auch nicht so. Das fragen wir nachher dann noch. Vor allem, es geht so direkt nebendran, geht es runter. Ich glaube auch, wenn die da so langsam aufsteigen, schau, da sind sie noch mal. Ah, jetzt hören wir sie leider nicht mehr. Aber das fragen wir noch nach in
ja, eine halbe Stunde, glaube ich, melden Sie die wieder. Ja, genau. Weil das würde mich interessieren, ob der Anderl sich da wirklich festkrallt oder ob er das ein bisschen genießen kann. Keine Ahnung. Und unsere Kollegin, die Dani Jones, die geht jetzt sprichwörtlich in die Luft oder ist schon in die Luft gegangen heute, nämlich im Kaiserwinkel in Tirol. Da ist sie beim Ballonfahrer-Festival. Und jetzt schauen wir nochmal zu ihr und schauen, ob sie nochmal abhebt. Ja, schon wieder gut gelandet. Guten Morgen, Dani. Grüß euch. Ja, mittlerweile sind wir wieder gut gelandet und haben Schnee unter den Füßen. Aber ich glaube, wir fliegen halt schon. Ich habe schon wieder gesagt, man darf nicht fliegen sagen. Gell? Was passiert, wenn man fliegen sagt? Ja, jetzt bist du eine Runde los. Ganze Runde für die Mannschaft. Entweder Glühwein oder Sekt, was wir Ballonfahrer so lieben. Weil es heißt ja Ballon fahren und nicht fliegen. Und ich habe heute, glaube ich, am gefühlte 10-mal fliegen gesagt. Das heißt, ich kann, glaube ich, schon 10 Shampoosflaschen spenden, oder? Ja, uns geht's heute gut auf deine Kosten. Na, wenigstens was. Was mich noch interessieren wird, bevor wir jetzt dann nochmal final abheben, was kostet eigentlich das, wenn ich mit dir so eine Runde fliege? Rund um den, eine Runde fahren rund um die Berg. Ja, wir haben jetzt momentan da beim Kaiserwinkel Alpinballoning 240 Euro pro Person für die Erlebnisfahrt. Und wie viele Leute haben eigentlich? In dem Korb haben wir im Winter maximal 5 Passagiere plus der Pilot. Okay, und wenn ich da jetzt einmal so durchzähle, 1, 2, 3, hätten wir ja noch Platz fürs Anderl. Fliegst du mit uns mit, Anderl? Ja, davor hat mir die Andrea schon ordentlich durch den Kakao gezogen. Ich habe von der Höhe überhaupt kein Problem. Ich habe eher Platzangst. Ah, sehr freiheitsliebender Mensch. Das heißt, du schaust uns jetzt dazu, wenn wir da jetzt abheben und kommst gar nicht mit? Nein, ich schau gern von unten zu. Na wirklich, wahr? Wow. Ja. Können wir die nicht überreden? Nein, das passt. Du, tschüss, Danny. Da drückt er sich wieder, ja, das Wetter-Anderl. Na ja, dann nehmen wir halt nicht mit. Genau, und wir, und jetzt habe ich es mal endlich gemerkt, wir fahren jetzt los, oder? Und heben ab. Wir starten. Also, in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Morgen. Und ich hebe jetzt ab und ja, genieße die Welt von oben. Wird euch, ciao. Dankeschön, Danny. Das ist gerade noch mal ausgegangen. Ich habe so eine Stricherliste gemacht. Ich glaube, das mit dem Fliegen sagen, das wird heute noch eine ordentliche. Ja, das kostet. Der kriegt das Jahresgehalt von der Haushaltshilfe von der Queen zusammen, glaube ich. Mhm, mit den Kosten.